Seit November voriges Jahres gibt es an der Universität keinen Präsenzunterricht. Deshalb konnten wir Dozentin Dr. Agnes Klein, Verantwortliche für die Rationalitätenstudiengänge, und Studentinnen nur online erreichen. Wir feierten 2020 das 35-jährige Jubiläum der Ausbildung von Nationalitäten-Kindergartenpädagoginnen. Die LDU sichert für Studierende großzügige Stipendien. Wir sind der Meinung, dass dieses Stipendienprogramm auch deshalb wichtig ist, weil in den meisten Kindergärten und zunehmenderweise in den meisten Nationalitätenschulen Fachkräfte für Deutsch gesucht werden. Dank vieler internationalen Beziehungen können Studierende kürzere oder längere Zeit im deutschsprachigen Raum verbringen, um Erfahrungen zu sammeln. So zum Beispiel vor 2 Jahren, noch vor der Pandemie, konnte ich mit Studierenden der Kindergartenpädagogik in Baden bei Wien ein Projekt absolvieren. Ein weiteres Projekt, das wir mit der Universität Graz durchführen, ist im Gange und wird ebenfalls von der Europäischen Union unterstützt. Und daran nehmen Kindergartenpädagoginnen aus dem Übungskindergarten teil und 2 unserer ehemaligen Studierenden aus dem Kindergarten Komlo ebenfalls, was uns immer freut, wenn wir mit ehemaligen Studierenden in Kontakt bleiben und in Kontakt sein können, denn anhand dieser Kontakte können wir ermessen, sagen wir es mal so, wie erfolgreich unser Studium ist. Aber warum wählt heutzutage ein Jugendlicher deutsche Nationalitätenausbildung? Meine Großeltern väterlicherseits sind Ungarndeutsche und ich höre zu Hause den ganzen Tag schwäbisch-deutsche und auch ungarische Wörter. Ich liebe die Kinder auch und ich möchte ihnen die deutsche Sprache weitergeben. Ich habe diese Fachrichtung wegen der Liebe für die deutsche Sprache gewählt und ich habe schon seit Kindergarten diese Sprache gelernt und ich liebe sie. Seit ich Kind war, haben wir hier zu Hause immer Deutsch gesprochen und Deutsch war schon immer ein Teil meines Lebens und ich wusste immer, dass ich damit etwas anfangen möchte. Deswegen habe ich dieses Fach gewählt. Mein Geburtsort ist Ovala. Das ist ein kleines schwäbisches Dorf in der Branau. Und ich stamme aus einer ungarndeutschen Familie. Meine Oma, meine Eltern und alle Verwandten sprechen noch Schwäbisch. Ich habe mit 3 Jahren im Kindergarten Ungarisch gelernt. Bis dahin habe ich nur Deutsch gesprochen, also Schwäbisch. Ich habe deswegen die Fachrichtung deutsche Nationalitätensprache gewählt, weil ich möchte die Sprache, die Sitten und Bräuche meiner Ahnen an die Kindergartenkinder weitergeben. Was für Pläne haben Studierende nach dem Uniabschluss? Nach der Uni möchte ich natürlich in Ungarn arbeiten, als Nationalitäten-Kindergartenpädagoge. Ja, ich möchte auf jeden Fall in diesem Beruf arbeiten, also als Nationalitäten-Kindergärtnerin. Ich weiß noch nicht. Ich habe noch keine Ideen, aber ich weiß, ich werde diese Sprache nicht und nie vergessen. Ich arbeite jetzt schon als pädagogische Assistentin im Kindergarten von Magocs und ich liebe es, mich mit Kindern zu beschäftigen. Also ich bin mir sicher, dass ich den richtigen Beruf für mich gefunden habe. Lehrerin zu sein, wenn man genug Geduld, Kraft und Liebe hat, finde ich ein wertvoller und wunderschöner Beruf. Daneben ist es heutzutage so trendy, nur auf Englisch zu lernen. Und es ist eine wichtige Aufgabe, so unterrichten, damit die Jugend die deutsche Sprache wieder interessant und cool finden kann.